kleines Q&A. Ich übergebe an die Jungs. Bram und Peter sind da. Und ich hole die Fragen einfach rein. Nee, macht das schon. Viel Spaß. So. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Morgen. Wir dachten, wir setzen uns mal ganz kurz hier hin, erzähl ich ein bisschen was. Die Polaris hat gefragt, ob wir nicht Bock hätten, 45 Minuten lang Programm hier zu machen. Unsere Antwort darauf war, wissen wir noch nicht. Müssen wir gucken, ob wir wach werden. Ich bin noch nicht so ganz wach, ehrlicherweise. Peter, du wolltest auch eine Geschichte erzählen. Ja? Du wolltest gerade oben, saßen wir noch kurz in der Lobby. Alter, ich hab mir gerade so ein Leberkäsebrötchen reingepfiffen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Aber das ist auch wirklich das Beste. Woher kommen die Geräusche? Test. Hallo. Test. Uhu. Okay, also ich habe mir gerade ein Leberkäsebrötchen reingepfiffen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil, pass auf, es ist so, ich bin vorgestern zurückgekommen aus meinen Flitterwochen. Und ich war jetzt... Ich freue mich auch total, wieder da zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Euphorie... Reicht jetzt auch. Diese Euphorie, wieder da zu sein, gepaart damit, dass ich gestern viele von, ich weiß nicht, von euch, ein paar von euch habe ich auf jeden Fall gestern schon getroffen, zu treffen und dann die ganzen Creatorinnen und Creator zu treffen, haben dafür gesorgt, dass gestern viel länger ging, als es sollte. Bis wann denn? Keine Ahnung. Ich bin vorhin mit Paul von den Freuds noch hier zur Messe gelaufen und er war nur so, ich hoffe, ich kann noch kotzen, bevor ich auf die Messe komme. So ist bei mir zum Glück nicht, aber es war gestern einfach so, ich war wieder in Deutschland, deutsches Bier und alle waren da und alles war glücklich und ich war glücklich. Und bei mir ist das so, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, dann kann ich nicht so hundertprozentig perfekt nachvollziehen, was die Folgen sind von den Sachen, die ich gerade anbiete zum Beispiel. Also ich bin keiner, der anfängt und irgendwelche Leute schlägt oder sowas. Aber zum Beispiel, wir sind dann irgendwann, wir waren in einer Bar, die heißt Dschungel, ist hier in Hamburg wohl scheinbar so eine St. Pauli-Bar oder so. Und dann wollten wir irgendwann ins Hotel und mit wir meine ich Paul, Smash Lunatic, die Twitch-Streamerin und noch eine gemeinsame Freundin von uns. Und dann hat Smash Lunatic erzählt so, ja, oh, meine Füße tun so weh von dem ganzen Tag auf der Messe. Und dann habe ich in meinem betrunkenen Kopf gesagt, nimm doch meine Schuhe. Ohne darüber nachzudenken, was das für Folgen hat für mich, wenn sie jetzt tatsächlich ja sagen würde. Was sie getan hat. Der Weg von der Bar zum Hotel ungefähr 20 Minuten, wenn er betrunken ist, 25. Aber hatte die nicht selber Schuhe? Die hatte selber Schuhe, aber die waren nicht scheinbar die bequemsten. Okay. Sondern sie hat quasi, du hast ja so, bei Klamotten hast du das ganz häufig, will ich gut aussehen oder will ich bequem? Manchmal kannst du das kombinieren, wir entscheiden uns sehr häufig für bequem. Was? Ja. Aber sie hatte wohl den Fehler gemacht, bei dem Slider dann zu sehr auf Optik zu gehen. Ja, okay. Also habe ich das einfach angeboten und dann hat die auch noch ja gesagt. Und dann habe ich ihr meine Schuhe gegeben und bin gestern... Dann hast du ihre genommen? Nee, weil die hat ihr getragen. Die wollte ich dann auch noch tragen, ich Vollidiot. Aber hat sie mir nicht gegeben. Und dann bin ich mit Socken gestern, 25 Minuten, einfach durch Hamburg gelaufen. Barfuß. Einfach, ja. Und da hätten Scherben sein können oder sonst was. Oh. Da ist jemand, was ist los, Arthur? Ja. Ich weiß auch nicht, das war nicht klug von mir. Hätten wir das nicht erzählen dürfen? doch. Ja, war auch lustig. Ja. Eigentlich wollten wir ein Taxi nehmen, aber scheinbar gibt es in dieser Stadt keine Taxen. Also es gibt ein paar Taxen. Als ich beim Hauptbahnhof angekommen bin, habe ich ein Taxi genommen. Und dann bin ich ins Taxi eingestiegen. Und dann habe ich gesagt, weil ich kein Taxifahrer, ich muss bei Ihnen mit Karte zahlen, ich habe kein Bargeld. Und seine Antwort darauf war, wohin müssen Sie denn? Und dann dachte ich mir schon so, wieso ist denn das relevant, wenn ich einfach nur sage, ich muss mit Karte zahlen? Und dann habe ich gesagt, ich muss zur Messe, weil ich ein naiver Vollidiot bin und das ist jetzt nicht der weiteste Weg. Und dann hat er gesagt, mein Gerät ist leider kaputt. Dann hatte ich auch, ich kam am Freitag vom Hauptbahnhof an, gehe dann zum Taxistand und sagte dann so, ich brauche ein Taxi. Dann hat er mich, wohin müssen Sie denn? Dann habe ich gesagt, Ihre Wagennummer ist 381. Das ist die nicht so naive Vollidiot-Variante, ehrlicherweise. Und dann meinte er, steigen Sie ein. Und dann hat er mich zur Messe gefahren. Ja, so war ich nicht. Ich habe dann gesagt, ja, das ist ja blöd mit Ihrem Gerät. Das ist ja ärgerlich. Können wir da was machen? Ich bin zum nächsten Taxi gegangen. Und dann habe ich dem das gesagt. Er guckt mich so fragend an. Ich so, ja, der vor Ihnen, der hat kein Gerät für Kartenzahlung. Und er so, wo müssen Sie denn hin? Ich so, ja, zur Messe. Der hat ein Gerät, auf jeden Fall. Dann ist, aber ich gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, steigen Sie ein. Okay, dann bin ich bei dem eingestiegen. Dann ist der vor den, also neben den anderen Taxifahrer gefahren und hat ihn angeschrien. Volle Kanne.
Und ich saß dann da hinten so und hab mir das angehört. Und die sind auf Deutsch angefangen und dann sind die in eine andere Sprache abgedriftet. Und auf dem Weg zur Messe, als er da noch sehr auf 180 war, hat er mir dann erklärt, wir sind beide Afghanen und das kann nicht sein, dass er so eine Scheiße macht und so weiter und so fort. Hat sich richtig aufgeregt. Also meine Erfahrung mit Taxifahrern in Hamburg war, der eine verarscht mich, der andere schreit die ganze Zeit und wenn ich dann nachts nach Hause will, gibt's keins. Dann muss ich mit Socken laufen. Ja. So läuft das hier. Und deswegen bist du nicht so oft in Hamburg. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich muss auch sagen, an dieser Stelle möchte man einen Shoutout machen hier. Wir haben ja, wissen ja vielleicht auch viele, waren Management, ja? Alter, ja. Ja, und ich war am Freitag, war ich hier auf der Messe und anschließend hieß es dann, ob wir noch ganz kurz essen gehen. Und dann waren wir essen und die haben mich eiskalt bis morgens um 5.30 Uhr mitgenommen. Oh. Ja, und da war Lost Kitten mit dabei. Ich weiß, für alle, die ich kenne, ist auch eine Streamerin. Und die hatten das Taxi-Problem auch. Die meinten dann irgendwann vernünftigerweise um 5 Uhr, wir gehen jetzt. Und wie hast du das Problem gelöst? Ich habe meine App aufgemacht und dann kam irgendwann eins. Aber ich weiß nicht mehr, wie lange ich gewartet habe. Deswegen, vielleicht hat es nur 30 Sekunden gedauert, vielleicht aber auch... Alter, wir klingen wie die krassesten Säufer, ey. Yeah. Ja. Aber es ist meine erste... Weißt du, woran das liegen könnte? Weil es die war. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich sag, wie das ist, Freitag war ich Uwe. Also wie so ein achtarmig eingeorgelt. Ja. So, aber kommen wir mal zu anderen Sachen. Ja, absolut, abgesehen davon, dass man sich abends noch mal ganz kurz einen reingezwitschert hat. Ey, es ist meine erste Messe. Seit der Gamescom. Nee, da war ich ja nicht. Du warst ja auf der Gamescom. 2019, aber. Wollte ich sagen. Also. Stimmt, ich war auf der Gamescom 2 Stunden, aber die zähle ich nicht so richtig, weil ich nur 2 Stunden da war. Das ist mein erstes richtiges Messerlebnis mit Aftershow, ja. Mit den ganzen Annehmlichkeiten. Das ist ja das Wichtigste immer an Messen, ja. Aftershow. Genau, würde ich sagen, mit den Annehmlichkeiten, die man als Creator so hat. Mir sind auch viele mehr Sachen aufgefallen, auch so während ich gestern in Messe gelaufen bin. Ich habe gestern bei die Muffin, wir haben eine Muffinfrau. Alter, ist sie da? Ah, da ist sie! Da ist sie! Das gibt's ja wohl nicht. Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey. Und die kam, gestern habe ich sie getroffen in der Nähe der Kochbühne und... Ja, die sitzt da wirklich. Ja, nee. Ich habe nur kurz überlegt, ob sie unseren Merch anhat oder nicht. Ah ja, okay, nee. Sie hat ein Kleid an. Wir haben keine Kleider bei uns. Wieso haben wir eigentlich keine Kleider bei uns im Merch-Shop? Das weiß ich tatsächlich. Aber weißt du, was wir auch nicht haben? Bis heute, ich trage immer College-Jacken und wir haben keine von uns. Ja, was ist da los? Noch nie gehabt. Ja. Ich werde nicht vertreten und sagen, egal, darauf wollte ich ja nicht hinaus. Ja. Auf jeden Fall. Und das, was mir aufgefallen ist, und die freut man gerade auf der Kochbühne. Und ja. Ich habe dann. So, glaube ich gerade auch, ehrlich. Ja, gerade schon wieder. Ja, und also danke, dass ihr hier seid und nicht bei den Idioten. Ja, wirklich, hier ist auch viel geiler. Ja. Und auf jeden Fall habe ich so eine richtig fette Box bekommen mit Neckereien, Muffins und ja. So. Wie hießen die? Pop? Also K-Pops, dankeschön. Irgendwas ja. Mit Poppen, das hast du gemerkt. Irgendwas mit Poppen habe ich mir gemerkt, ja. Und eine der Vorteile, die man hat, ist A, wenn er irgendwie dann so erst so leise fragst, so, ey, Entschuldigung, komm ich vorbei? Und dann sind so grumpy, so, ja, was willst du denn dann? Gucken die so an, und denke ich so, natürlich. Das direkt so eine Grundfreundlichkeit, die dir so entgegenstellt, weißt du, nicht so wie die Berliner. So. Hallo. Hallo. So in Hamburg sind die Leute halt nett, ne? Habe ich hier gesehen. Kommt ihr alle aus Hamburg? Wer kommt aus Hamburg? Boah, das sind schon gar nicht so wenige. Ja. Wer kommt nicht aus Hamburg? Ja. Wer enthält sich? Ja, vielleicht so Umland oder so. Ja. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann habe ich ein paar von den Dingern ans Publikum verteilt. Ja. Und du bist dann halt direkt freundlich halt von den Leuten empfangen, ja. Und so weiter. Jetzt stell dir vor, du machst das als normaler Messebesucher. Da kommt die Security und checkt dich um, gibt dir einen und zieht dich so an den Haaren so aus der Messe raus. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber du hattest Gebäck zu verteilen. Aber ich hatte Gebäck zu verteilen, ja. Das ist fucking awesome war. Und dann, aber es war wirklich viel, muss ich sagen. Deswegen, ich konnte nicht alles essen, logischerweise. Und habe das dann nachher oben in dieser Lounge dann auch auslegen lassen. Da haben sich dann viele Menschen dran erfreut. Deswegen, ja, die da oben. Ja, wirklich, ne? Ja, wirklich. Weil das ist halt auch dann auch wieder so eine Geschichte, weil manchmal machen wir unterschiedliche Dinge und sprechen uns nicht perfekt dabei ab, weil ich habe kurz vor dir... Wir beide? Ja. Kann nicht sein. Ich habe kurz vor dir die Muffinfrau getroffen. Ah. Ich wollte mir das nämlich auch in die Hand drücken. Ja. Ich sage, das ist viel zu viel. Wir machen Folgendes. Ich nehme jetzt eine Sache und nehme ein Instagram-Video auf, wo ich sage, hey, ihr könnt die Muffinfrau ansprechen.
Die gibt euch ein Gebäck, ihr Messebesucher, falls ihr da seid. No chance. Ja, und dann, instant denied. Und dann kommt irgendwie 5 Minuten später Dennis und nimmt einfach das Ding weg. Schmeißt ein paar Sachen in die Menge und nimmt den Rest für die YouTuber da oben. Ja, damit die auch mal was haben. Guck mal, die haben noch nichts. Ja. Ich meine, weißt du, die sitzen da oben, die haben dann frei essen, frei trinken, Massage. Ja. Ey, also. Da muss man auch mal diese Wunden heilen mit einem Gebäck. Ja, genau, finde ich halt auch. Ich finde, du kannst auch, man kann auch mal gönnen. Ja. Ich meine, du weißt doch, wer das ist. Weißt du, die, guck dir die da oben an, auch wenn du da hochguckst. Da guck, ich guck da nur mit Mitleid hoch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja? Wie die im Elfenbeinturm da oben sitzen. Da runtergucken auf uns, ja? Mit diesem Hass. Okay. Und dieser Abscheu. Ja, wirklich. Und so ein Muffin sorgt einfach dafür, dass du dich dann auch wieder ein bisschen besser fühlst. Ja. So. Ein bisschen Liebe in dein Leben kommt. So, halt so Gebäck sorgt halt dafür, dass du auch einfach mal dich besser fühlst. Wenn der Zucker so langsam nach oben geht im Blut, weißt du, ja, dann fühlst du dich einfach besser. Also Muffinfrau, vielen Dank. Ja, danke schön. Das war jetzt viel ausschweifender, als das ursprünglich sein sollte. Eigentlich wollte ich nur erzählen, dass wir Muffins... unsere Geschichten ausschweifender, als sie sein sollten. Dass wir Muffins bekommen haben, ja. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, viele wissen das ja gar nicht. Wir sind ja mit der Polaris enger verbandelt als der Durchschnittsinfluencer. Wir heben uns ja da nochmal ab. Ja, ja, wir haben noch einen krasseren Eifel. Ja, so, genau, wir sind, so, wir sind nicht da oben, wir sind da oben. Ja, da musst du mit dieser Rolltreppe nach oben da sitzen. Und deswegen interessiert mich mal persönlich so, heute ist ja, ich meine, wir sind ja unter uns, ne? Aber so, wie fandet ihr denn so auf einer Skala von 1 bis 10, ist jetzt schwierig zu fragen. Ja, ist auch vor allen Dingen, wenn Leute jetzt nur heute hier sind, hallo, nein, ich rede nicht mit dir, wenn heute jetzt die Leute nur hier sind, dann haben sie ja so viel noch wahrscheinlich gar nicht gesehen, wobei... Oder schon alles. Ja, ich bin ja gerade erst gekommen, aber die Messe hat schon 10 geöffnet, ne? Das ist richtig. Ja. Leute, waren direkt. Ja, wie willst du denn das jetzt machen mit einer Skala von 1 bis 10? Nee, genau, deswegen sage ich, die Skala von 1 bis 10 ist vielleicht schwierig, aber wir haben ja zumindest so 3 Segmente. Oh. Ja, und vielleicht kann man so ein generelles... Aber wir machen das so, wenn ihr es gut fand, geht ihr jetzt alle dahin. Nee, aber was wir machen könnten, ist, wir könnten anhand von Armbewegungen machen, ja. Und zum Beispiel könnten wir einfach sagen, so ganz, ganz ehrlich, als Feedback sammeln, jetzt erstmal so all over all, ja, wer fand die Messe denn gut? Der gibt jetzt so ein Handzeichen bisher. So, und jetzt dürft ihr aber auch genauso melden, wer fand die denn schlecht bisher oder ist enttäuscht oder hat nicht das bekommen. Und der darf, auch ohne Shame, weil das ist ja ehrliches Feedback. Niemand, gar keiner. Ja, aber die glauben alle, dass die noch ein Foto mit dir bekommen. Da vorne? Wo ist die Security? Ah, ich sehe, da oben. Ja, wo ist da Security? Oben. Ja, Boris, kannst du mal ganz kurz da hochgehen? Bitte entfernen. Ja, bitte, da wir müssen, der benimmt sich nicht oder die benimmt sich nicht. Wollen wir das Feedback nicht mal abholen? Willst du mal nicht kurz da hochlaufen? Nee, dafür habe ich gesorgt. Wir würden gerne kurz das Feedback abholen. Ach so. Ah. Ja. Oh mein Gott. Ja, hier ist alles. Einen großen Applaus bitte ganz kurz für den Feedback-Mann, nehmen wir ihn einfach. Was können wir deiner Meinung nach, was ist das, was nicht so gut gelaufen ist? Also, ich habe mir einen Manga erhofft, aber der war nicht da. Okay. Ist das sowas wie Anime? Das ist ein Comic. Ach so. Nur von Animes. Ja, okay. Wenn ihr so in leicht. Moment mal, haben wir nicht auf der Webseite stehen, was da ist? Aha, nicht informiert. Aha. Sehr gut. Ja. Gut, können wir nichts dran lösen. Wir haben alles aufgeschrieben. Ja, ist ja in Ordnung. So hat noch irgendjemand... Moment, ich will wissen, welcher Manga das war. Ja, schon, das war wichtig. Ja, also That Time I Reconnect as Slime. Okay, scheiße. Ja, bitte, kannst du mir mal wiederholen? Nein. Ist das nicht dein Uwu? Oh, Alter. Oh, dann fällt mir noch ein, das hast du auch gar nicht mitbekommen, ja. Oh, jetzt bin ich aber interessiert. Ja, pass auf, Moment, aber du hast erst Uwu gesagt und jetzt... Ich habe Uwu gesagt, ja, ich habe mein... wir nehmen ja auf. Erstmal Dankeschön. Dankeschön erstmal. Ja, genau. Wir kommen sofort nochmal auf mich zu, das muss ich kurz einladen. Kommen wir? Ja, wir kommen sofort nochmal auf, die Person, sondern auf die Menschen. Ach so, generell, okay. Ja. Aber, kannst du dich noch an das Video erinnern, mit, als du neben Lara Loft saß beim Kegel-Event von den Freud? Kannst du nicht, ne? Unmöglich, nein. Aber die Geräuschkulisse generell kennst du. Ja. Ja? Und wir haben jetzt ein Soundboard. Okay. Und weißt du, wer die Sounds hat? Auf seinem Soundboard und nicht mehr nur den Song. Oh, oh ja, Baby. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, hast du den Sound auch? Nee, den habe ich noch nicht. Ja, den auch haben. Moment, welche hast du denn? Ja, ich hab Aras und Uwus. Und Lara? Aus dem Video. Aus dem Video sogar?
Der war nicht so schwer rauszuschneiden. Ach so, ne? Ja, hab schon mal geschnitten. Ja, aber das ist mehr Aufwand, als ich jetzt erwartet habe, ehrlicherweise. Ja, aber, also ja, kann man natürlich so sehen. Oder, da ich ja nur einen Sound brauchte, habe ich einfach OBS angemacht und die 3 Sekunden gecaptured. Ah, wirklich? So hast du das gemacht? Oh mein Gott. War also, ich bin Fuchs. Ja, ich habe jetzt ja, wenn ich jetzt, Montag nehmen wir wieder auf, ne? Und ja. Dann habe ich 3 Wochen nicht mehr mit euch aufgenommen. Ja. Dann geht die schöne Zeit vorbei. Ja. Dann höre ich wieder Jay im Teamspeak, weißt du? Ja, also ich muss sagen, der letzte 3 Wochen war der so gut drauf, ja? Wirklich? Ja, wirklich. Durchgehend positiv und so weiter. Also zwischendurch war, Dortmund hat auch noch irgendwie richtig gut gespielt. Die waren im Stadion, ja, okay. Ja. Also dann irgendwann mit den Bengals oder so. Richtig ja, Bengals, krass, ja. Ist, ich bin ja jetzt auch ja, du bist jetzt auch voll drin. Ja, ja. Ja, die, warte mal, wann unterstütze ich? Ich glaube die LA... Packers? Heißt die so? Was? Crabs? Raps? Nee. Nee, die unterstütze ich nicht, glaube ich. Keine Ahnung, du musst das wissen, wen unterstützt, nicht ich. Warte, es gibt 2 LL-Teams. Ja, da müssen wir jetzt rein. Dodgers? Chargers! Die Chargers ja, unterstütze ich. Genau, das ist ja so mein Team, die Chargers, Junge. Ich habe einen Abend Football geguckt. Das war lustig, ja. Aber wirklich lustig. Ich habe mich währenddessen mit der 2. Reihe draußen mal richtig intensiv unterhalten. Ja, das stimmt. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Aber da die Chargers haben gespielt. Meine Chargers haben gespielt. Ja, da ging nicht anders. Ich saß so davor und habe so überlegt, das macht viel mehr Spaß, wenn du auch irgendwie emotional dabei bist. Ja. Jay ist ja bei Sport immer... Immer für jemanden. 30%, auch wenn das offiziell nicht geht, aber der ist ja immer am Start. Und dann habe ich ihn so gefragt und er hat gesagt, ja, unterstützt doch die Chargers. Ich so, okay, ja, nicht die Chargers, Mann, sondern die, nein, nicht die Bengals, ich unterstütze die Chargers. Doch, wohl die Chargers, ja, sehr gut. Mein Gott. Achso, ich wollte noch sagen, ne, falls ihr nachher Fotos wollt, ich stelle mich da hinten neben das Klo so. Die ganze Zeit und dann könnt ihr einfach kommen und dann bin ich da so, bis mein Zug geht. So. Achso, ja, genau. Also, und dann habe ich einfach, dann habe ich die jetzt unterstützt und das war mega geil, weil dann habe ich richtig, war ich auch voll dabei, wenn die dann auch mal einen Touchdown gemacht haben, so heißt das. Ja. Touchdown, ja. Und dann noch ein Field Goal. Field Goal, ja, wenn die das dann auch noch verwandeln und noch einen Punkt mehr bekommen. Ja. Ich war voll dabei. Richtig krass, oder? Richtig krass. Das war nice, ja. So, also jetzt haben wir auf jeden Fall einmal Feedback bekommen. Möchte jemand auch was Gutes zum Messe sagen? Dann haben wir den Arm hoch. Einer. Geil. Nehmen wir dich. Hallo Dennis, hallo Bram. Hä? Hi Paul. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass ich das super toll finde, hier zu sein mit den ganzen Leuten, die ein und dasselbe Interesse teilen, mit den Spielen, mit den Kostümen und einfach das Hobby, dass man hier einfach sich trifft und neue Leute kennenlernt. Und auch, dass Leute von überall herkommen, nicht nur Hamburg, nicht nur vielleicht auch, wo ich herkomme, Norddeutschland, sondern auch einfach deutschlandweit. Und deswegen, das finde ich einfach super toll, dass hier alle so super nett sind. Und, nice! Ja. Muss ich aber zustimmen auf jeden Fall, weil was ich hier besonders geil finde, so ich war jetzt nur gestern da, weil vorgestern bin ich erst wieder gelandet und gestern war das so, es war schon gut was los, aber noch lange nicht das Level von anderen Messen, die wir so kennen. Und ich hatte halt auch wirklich auch die Möglichkeit, mich mal kurz mit Leuten zu unterhalten für eine Minute und nicht einfach nur selfie. Und das finde ich halt ganz nice. Also das gefällt mir ganz gut, dass wir auch einfach ein bisschen schlendern können. So. Ich finde diesen Charme ganz cool, gerade wenn du noch mal in der anderen Halle bist, dass es halt diese jetzt mal Alleys gibt, diese geschwungenen und geschlungenen Wege, sowohl an der Streaming-Area vorbei, als auch an den ganzen Verkaufsständen von den KleinkünstlerInnen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das genau, ob, die haben bestimmt auch noch einen Begriff. Weiß jemand, wie nennt man das, wenn man da ist? Einfach Künstler. Einfach Künstler? Oder gibt es da vielleicht noch so viele? Warum sollen wir sie Kleinen nennen? Künstler. Boomer. Ja. So nämlich, Entschuldigung, genau, so war das gar nicht gemeint. Also, ich dachte, vielleicht haben die einen speziellen Namen. Ja, so wie Mangaka, ja, Comic, also Manga-Zeichner. Ja. Ach so, aber ist das alles, ja. Und deswegen, vielleicht haben die auch einen Namen, wenn man in dem Bereich Kunst macht oder Mangas zeichnet man die, animiert, whatever. Wir haben viel zu wenig Ahnung. Ich habe da gar keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen. Null. Stop talking. Aber ich finde das trotzdem cool. Mit diesen Alleys, die es dann so gibt und dass man da so hin und her schlendern kann. Das letzte zum, irgendwie, ja, zum Schlendern eine Zeit. Und hat nicht dieses übliche...
Grid von New York, so zwei Gänge links, zwei Gänge gekreuzt, wo gibt es eine Kreuzung und jetzt rennt los und leckt mich, weißt du, so einfach rein. Sondern mal kurz umgucken, mal links gucken, oh, hier ein bisschen quatschen und so, das finde ich schon ganz schön. Ja, das ist wirklich das Gegenteil von New York. Ich musste da ja lernen, dass rote Ampeln sind ja Deko in New York, würde ich eher sagen. Also die haben ja keine Wirkung auf irgendwas. Und das hat, glaube ich, einen Tag gedauert, bis ich dann auch so weit war, um einfach, man rennt halt einfach über die roten Ampeln. Und das finde ich so krass, weil die Autos auch mitspielen und das System funktioniert. Ist das nicht das Einzige, was zählt? Ja, im Endeffekt schon. Also eigentlich würde ich das auch sagen, nur hat das halt den Nachteil, dass das den Verkehrsfluss natürlich stört. Nee. Wenn so die Systeme, die dafür da sind, den Verkehrsfluss zu organisieren, ignoriert werden, dann funktioniert das nicht so gut. Das ist ja krass. Aber Fußgänger kommen dafür schneller da an, wo sie hinwollen. I can run that far. Alter, how I met your mother reference. Nice one. Und Autos später. Aber ist vielleicht auch ein Deal, den man machen kann. Ja, und trotzdem sind da so viele Autos. Ja, das finde ich halt auch krass. Dass sich die ganze System da nicht so öffentlich organisiert, ist doch eigentlich irgendwie komisch, oder? Ich bin halt auch überall hingelaufen oder habe Subway genommen so. Und Autos sind halt da, das dauert halt viel länger. Ist nicht so wie in Berlin, wo da teilweise immer noch schneller geht als öffentliche Verkehrsmittel. Fast immer. Fast immer, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, wie das in Hamburg ist, ob die Öffis hier gut sind oder nicht. Weiß ich auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich mit dem Auto durch Hamburg gefahren bin, war es eine Katastrophe, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das war immer, Katastrophe ist das richtige Wort. Das muss ich schon. Meine Hamburg-Erfahrungen sind dafür viel zu gering. Ich meine, ich war hier zwar schon mal bei dem Bohnen oder so, oder gesagt, habe Hardy mal besucht, so Geschichten, aber das ist es. Also deswegen unter 10 Mal war ich in Hamburg und da bin ich das meiste von mit dem Zug gefahren, deswegen weiß ich gar nicht, wie es ist, hier mit dem Auto rumzucruisen. Ja, okay. Ist nicht gut. Habe ich jetzt mitgenommen, ja. Mach nicht, Dennis. Ich glaube, die Öffis sind da schon besser hier, weil, ja. Zumindest im Zweifel weniger stressig. Das finde ich zum Beispiel auch immer so eine wichtige Sache. Ich bin ja mittlerweile Verfechter der Bahn. Das hat auch gedauert. Das hat sehr lange gedauert, ja. Wobei, ausschlaggebend dafür war, dass Tegel zugemacht hat. Ah, ja, okay. Und bin mittlerweile aber auch so an dem Punkt, so zum Beispiel auf dem Weg hier eine Stunde Verspätung. Ernsthaft? Ja, auf einer Stunde 40 Fahrt. Ja, das würde mich schon nerven, ehrlicherweise. Ja, und nee, wir haben heute Verspätung. Ja, ich will Abendessen mit Honey machen. War dann halt so, ja, dann ist das halt so. Ja, okay. Und ich habe dann eh diese fast schon gottgegebene Eigenschaft, dass, wenn ich mich in diesen Zug setze, ich ja auch gerade ausgeschlafen sein kann. Alter, ich hasse dich so sehr dafür, weil ich einfach nur neidisch bin. Pass auf, du musst überlegen, Freitagmorgen. Ja, wir haben ja noch aufgenommen, wir haben Call of Duty aufgenommen und so weiter. Dann haben wir noch. Ich hab's versucht aufzunehmen. Nee, wir haben es auch aufgenommen. Ihr habt es auch aufgenommen. Ja, genau. Okay. Dann haben wir noch The Hunter aufgenommen. Dann habe ich gesagt, okay, Jungs, ich hau jetzt rein, ich muss jetzt packen noch und so weiter. Hab dann extra von Crunchyroll, ich habe auch einen Crunchyroll-Account, hab den dann extra aber das erste Mal noch auf mein Handy gezogen, mich da eingeloggt und so weiter. Ja, geil, alles klar. Geh in den Zug rein, hol mein Handy raus, esse kurz mein Brötchen, mach Crunchyroll an. Ich glaube, ich habe das Intro gesehen von My Hero Academia und bin einfach so. Eingeschlafen. Einfach mit dem Handy in der Hand so weggenickt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Leute, ne? Dann bin ich dann einfach wieder so, oh scheiße, hoffentlich sind wir da vorbeigefahren. So Jedes Mal, wenn ich mit Dennis reise, egal ob mit dem Flieger oder mit dem Zug, und wir reisen ja viel zusammen, ich beneide ihn so sehr für diese Fähigkeit, weil er kann überall schlafen. Ja. Und immer. Und das ist so krass. Also auch wirklich, auch wenn ich ausgeschlafen bin. Ja. Also kein Problem. Dann setzen wir uns in den Zug rein und dann erzählen wir noch so ein bisschen. Und dann merkst du schon so, okay, wir haben jetzt beide Lust darauf, einfach so ein bisschen zu chillen. Und ich fange eine Serie an und Dennis. Einfach jedes Mal. Und das ist so geil, weil du kommst halt überall ausgeschlafen an. Das ist richtig. Das ist halt perfekt. Das hätte ich auch gebraucht jetzt hier, weil zu meinen Flitterwochen bin ich ja relativ viel in Fliegern unterwegs gewesen. Also ja. Relativ lange Flüge auch. Und das Schlafen fällt mir nicht so leicht. Und du wärst da halt einfach, du hättest einfach die 9 Stunden durchgepennt. Und wärst dann einfach da angekommen und hättest... Ja, oder vielleicht so 8,5. Ja. Ja, ich beneide dich da einfach. Also ich weiß, ich bin ja auch schon öfter in LA gewesen. Das sind ja auch, ich glaube, 11 oder 12 Stunden, bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe es geschafft, ich weiß noch, während einer E3 auf dem Hin- und Rückflug kombiniert, den Film Wolf of Wall Street zu gucken. Ja, ich habe dann auf dem Rückflug in der Mitte wieder weitergemacht. Ich dachte, da war es so ungefähr. Ist das so wie beim Hulk eigentlich? Weil das Geheimnis vom Hulk ist ja einfach immer
angry. Also ich bin immer müde. Ist einfach immer müde. Ich bin eigentlich, ich bin... Du bist nie müde. Das macht es noch, das ärgert mich ja noch mehr dann. Nee, ich bin wirklich, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin selten müde. Okay. Ja, ich habe nur einen verschrobenen Tagesrhythmus. So aus einer inneren Uhr. Also klar, natürlich bin ich abends irgendwann mal müde. Aber tagsüber, wenn ich morgens auch so in Schwung gekommen bin, dann läuft es. Aber umso früher es ist mit dem Aufstehen, zum Beispiel heute, ich bin gestern um 0 Uhr lag ich schon im Bett, war am Schlafen. Und heute Morgen war ich gestern früh gegangen. Ja, und heute Morgen um 8.30 Uhr war Dennis schon frühstücken. Habe schön mit Ubisoft und Bethesda. 8.30 Uhr? Ja. Und dafür bekommst du einen Applaus. Dafür bekomme ich einen Applaus, ja. Weißt du wieso? Weil das eine übermenschliche Fähigkeit ist, um 8.30 Uhr da schon zu sitzen. Wenn er schon auf bis morgen. Um 12 Uhr offen. Warte, Bro, auf morgen? Meinst du, weil ich dann im Arsch bin? Ja, weil ich ja jetzt, wo ich wieder da bin, morgen geht mein Wecker um 7.30 Uhr und das Erste, was ich dann ja mache, ist das erste Mal seit zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, drei Wochen wieder auf das Fahrrad zu gehen, um zu trainieren. Und ich, gerade habe ich keine... Gerade noch. Gerade fühle ich dazu gar nicht. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt nicht Bock mal eben 10 Kilometer Fahrrad fahren. Ja, irgendwie richtig abschwitzen dabei und so. Das revitalisiert doch. Und ich wurde dann auch immer von der App dran erinnert, so als ich in den Flitterwochen war. Du faule Sau. Hat so einen Wein getrunken und irgendwie so einen Kuchen reingepfiffen. Ja. Und so dabei so, geh jetzt aufs Fahrrad, um deine Zwei-Wochen-Serie nicht zu zerstören. Ich so, nein, kann ich nicht, das Fahrrad ist weg. Ich muss Kuchen essen. Richtig geil war gestern, wie gesagt, wir waren ja gestern noch auf dieser After-Show, After-Messe-Party, was echt eine coole Sache ist, weil man halt ganz viele Aussteller hat, die mit dabei sind, dann Leute aus der Branche, die mit dabei sind und ich hatte dieses Jahr persönlich keine Business-Party auf der Gamescom, dementsprechend mag ich das, war halt für mich seit 2019 das erste Mal, dass ich wirklich viele Leute wieder so gesehen habe, nicht alle, wir arbeiten ja noch daran, die Polaris ein bisschen größer zu machen, natürlich mit euch zusammen, weil es einfach ein cooles Projekt ist und ich glaube halt, die meisten Leute haben ja auch Spaß. Fast alle, bis auf vielleicht die Tonrichter. Hey, da oben, der Manga war nicht da. Und er da oben. Ja, ja. Ja, wir werden auch dafür sorgen, nichts als der Manga da. Ja, hast du dir gemerkt, den Namen, ne? Ja, wir haben ja ein VOD, da können wir uns halt nochmal genauer anschauen, wie der hieß. So klug war ich da jetzt nicht, aber wir versuchen, wollen ja auf jeden Fall da noch weiter reingehen, das Ganze noch verbessern und so weiter. Mal gucken, wie das Ganze noch immer... Es gibt immer organisatorische Sachen, bla bla bla, so alles bürokratischer Scheiß im Hintergrund. Aber fürs erste Mal hier in Hamburg fand ich das persönlich schon nice und fett. Ja, Dito, auf jeden Fall. Was soll ich dazu sagen? Du sagst ja noch was. Nein. Okay. Ja, und deswegen, ja, da wollte ich einfach nur mal auch Danke an sowohl an euch, ja, für den Spaß und die Teilnahme hier dran machen, weil, wie schon gesagt, ist ein bisschen unsere Messe mit dabei und dementsprechend ist das halt eine geile Sache, weil hättest du uns vor 10 Jahren gesagt, ey Peter, wir machen irgendwann mal eine Messe mit. Ach ja, weil sie wäre die dritte Ausgabe schon davor, nur unter anderem Namen. Dann hätte ich gesagt, cool, glaube ich dir nicht. Da sehe ich uns nicht. Dennis, wir haben jetzt so viele Sachen in den letzten 10 Jahren gemacht, wenn, da kannst du immer sagen, so, boah, wenn du mir das vor 10 Jahren gesagt hättest. Hätte ich kaufe uns bald ein Flugzeug. Wirklich? Ja, ein E-Flugzeug, das erste. Wir entwickeln das. Okay, ich glaube, du lügst mich gerade an. Nee, ich sag dir einfach nur, was irgendwann mal passieren wird. Und in 10 Jahren kann ich dir sagen, habe ich dir schon vor 10 Jahren gesagt. Und ich übernehme den Part von, glaube ich nicht. Ja. Nee, Dennis, auf gar keinen Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Du musst aber nur genug Sachen sagen, dann bei irgendwann werde ich recht haben. Das sind doch eh die Experten. Die Experten, die dann im Fernsehen immer auftreten. Ja. Wo dann immer steht irgendwie, keine Ahnung, Experte für die Royals oder so eine Scheiße. Und die sagen einfach immer so viele Sachen, dass sobald irgendwas muss stimmen. Und dann haben sie gesagt, habe ich doch gesagt. Ja, wusste ich direkt. Ja. Na klar, wie konnte es nicht gesehen haben. So, was wir auf jeden Fall noch machen wollen ist, wir haben jetzt noch laut Zeitplan ungefähr 16 Minuten, bis die Freuds gleich, bis Olli von den Freuds kommt, Morki und Fischkopf, die euch dann hier mit Magic, wenn ich das richtig hatte, noch weiterleiten wollen. Bis dahin wollen Moment, Magic im Sinne von, die haben eine Zaubershow oder Magic im Sinne von... Magic the Gathering, wa? Also Kartenspiel. Ja, Magic the Gathering. Oh, ich hätte so gerne eine Zaubershow von den drei gesehen. Ich hätte auch gerne eine Zaubershow. Und dann siehst du Arthur, der so zersägt wird. Von Olli, hoppala, das Messer war doch scharf. Ja, aber das Kartenspiel ist natürlich auch gut. By the way, Entschuldigung, du wolltest jetzt gerade... Ja, ist gut. Ja, aber ich mag jetzt... Pass auf. Jetzt, okay. Da lehne ich mich mal interessiert nach vorne. Ein Videospiel, wo es um Karten geht. Sowas wie... So ein Deckbilder halt. So ein Deckbilder. Ja. Du weißt ja, ich hasse die eigentlich. Eigentlich schon. Sowas wie Hearthstone oder sonst was. Ich hasse die. Aber Battlegrounds von Hearthstone findest du jetzt cool? Nee.
Okay. Also es geht um Deckbilder. Ja. So, das ist schon mal Punkt 1, warum Peter das nicht mögen sollte. Ja, ist ein Handygame. Das ist korrekt. Okay. Das ist Punkt 2, warum Peter das nicht immer, mögen. Könnte immer noch Hearthstone sein bisher. Ist es aber immer noch nicht. Okay. Ja. Der wolltest du noch mal einbringen. Das heißt Marvel Snap. Marvel Snap? Snap? Das heißt Marvel Snap, ja. Was macht man da? Ja, Kartenspiel. Ja, aber okay, also einfach ganz klassisch, ich baue ein Deck, du baust ein Deck und wir kämpfen gegeneinander? Ja, aber das ist so, für Idioten wie mich wirst du da super gut reingeführt und du spielst auch ganz viel gegen Bots, glaube ich, am Anfang so, damit du ein gutes Gefühl gewinnst. Bekommst. Ja, hat bei mir auch funktioniert so. Aber du hast ein relativ kleines Deck und die Runden, die gehen immer so 3 Minuten maximal, wenn überhaupt, vielleicht auch 2 Minuten. Du spielst immer 6 Runden in einer Runde und kannst dann eine Karte legen, manchmal noch 2, je nachdem, wie viel Energie du hast. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Details gehen, aber das macht schon Laune, muss ich sagen. Und? Wie viel hast du schon reingepayt? 11 Euro, weil für den Season Pass. Damit du gewinnst, ach so. Ja, nein, am Anfang dachte ich so, Alter, ist ja brillant, du kannst dir gar keine Karten kaufen. Und dann habe ich festgestellt, doch. Ja, aber kannst du bei Hearthstone ja indirekt auch. Ja, nur weil du eine gewisse Karte hast, heißt das ja auch nicht, dass du gewinnst, im Zweifel. Aber wenn du den Season Pass, der sorgt schon dafür, dass du viele neue Karten bekommst und so weiter und so fort. Und der ist halt, finde ich, mit 11 Euro recht teuer, muss ich sagen. Aber es hat nur schon einige Stunden gedauert, bis ich das erste Mal dann gesagt habe, okay, ich kaufe mir den Season Pass. Und zwar so viele Stunden, wo ich sagen würde, die 11 Euro sind nicht wert gewesen. Also, nur mal hier so für dich, Dennis, ne, als Empfehlung hier gerade, kannst du dir mal angucken. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich ganz ehrlich bin, weil daran liegt es, dass letztes Wochenende ein Freund von mir gesagt hat, ey, wir könnten ja eigentlich mal wieder in Hearthstone reingucken. Oh nee, okay. Und ich wollte dich eigentlich auch fragen, so, ich war jetzt ewig nicht mehr da, was zocken wir gerade so? Potatus. Ernsthaft? Alter, ich habe fast jeden Charakter frei. Okay, also, krass. Also ich bin drin. Also es gibt nicht mehr viel, was fehlt, dann habe ich 100%. Ist ja krass. Ey, das hätte ich niemals gedacht. Ich habe auch gesehen... Ich mag ja auch Vampire Survivor. Ja, ja. Ich habe auch gesehen, wir machen ja viele Penis-Videos. Das klingt auch gut für Leute, die uns nicht kennen. Aber ja. Wo wir halt die neuen Spiele austesten. Und das Brotatus-Videos hat brutal viel mehr Aufrufe... Und deswegen haben wir ein zweites gemacht. ...als die anderen. Ernsthaft? Ja. Hat das auch funktioniert? Weiß ich nicht. Achso, ist noch nicht online? Nee. Aber wäre cool. Kam noch nicht raus, okay. Aber wäre cool, wenn das funktioniert, weil ich mag immer Spiele, die ich gerne spiele, wenn man dazu Videos macht. Du magst Spiele, die du gerne spielst? Ja. Das ist ja irre. Ja, das wissen viele ja gar nicht. Ja, danke. Aber das ist ja so ein echter Struggle, den du immer hast, von Projekten, die manchmal gut klicken, zu persönlichem Spaßfaktor. Das korreliert nicht immer. Ja, das stimmt, allerdings. Das ist so eine weirde Aussage, weil wir haben ja Spaß dabei, Wreckfest zu spielen. Das ist immer so eine Sache. Wir lieben es, Wreckfest zu spielen in der Aufnahme, aber wir würden jetzt niemals hingehen und sagen, okay, lass mal privat Wreckfest. Genau, ich mag es auch bei Wreckfest. Ich finde es geil, so 6 Runden zu fahren. Und dann ist es halt auch gut. Ja. So, und die 6 Runden... Weil die Stimme dann auch irgendwann nicht mehr... Ne? Ja, gut, das natürlich auch. Aber wenn du dann halt noch so Spiele hast, die du privat spielst, zum Beispiel bei mir war es eine Zeit lang jetzt mit Tarkov so, wo wir dann auch zumindest ein bisschen Tarkov-Turnier mitmachen konnten. Ja, laufen die noch? Es kam jetzt zumindest noch eins, ja. Okay, weil das will ich weiterführen. Wehe, ihr klickt nicht die Tarkov-Turniere, ja? Ich habe echt Bock auf die Tarkov-Turniere. Und deswegen wäre es halt für Brotatus auch dementsprechend cool, weil es halt schon Bock macht. Ja, okay. Dann muss ich dem Spiel ja, muss ich mir nochmal angucken, dann, wenn das so geil ist. Kannst du auf jeden Fall machen, ja. Also das. Und Hearthstone wird gespielt? Hearthstone wurde gespielt, einen Sonntag komplett durchgesucht, diesen Battlegrounds-Modus, weil da brauchst du gar keine Karten. Ach, wait? Ja, also du kriegst halt einfach, da gibt es so vorgefertigte... Da gibt es einen Kartenpool für alle und da musst du dann nichts selbst zusammenstellen, weil damit habe ich gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Und das ist dann cool. Was ist denn da los? Hab ich mich verschluckt. Das war so ein Husten. Der erinnert mich daran, als ich noch ganz, ganz, ganz jung war. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann gibt es so diese Mutproben. Wenn man Sachen macht, die man nicht machen sollte, wie zum Beispiel bei jemandem an einer Zigarette zieht und dann die älteren Leute sagen, zieh mal dran und mach dann, Mama kommt. So und dann habe ich so krass gehustet, genau so ein Husten war das. Geile Geschichte von mir auch gerade wieder. Ich habe gerade mega geile geraucht. Ja. Ja, immer dann so, okay. Also, wie ist es bei euch? Mama kommt. So, wo waren wir gerade? Ich habe ganz kurz in meinem Leben getrachtet.
Also, das war das Ding. Genau, Brutalus auf jeden Fall. Und natürlich jetzt seit gestern. Achso, MW2, ne? MW2. Aber riesen Enttäuschung, habe ich gehört. What? Hab ich nicht in der WhatsApp-Gruppe gelesen, dass Jay mega nicht so glücklich war? Mega nicht so glücklich ist auch so eine schöne Aussage. Also, release-technisch gesehen, für Gruppen, in Gruppen ins Spiel zu finden, Katastrophe. Katastrophe. Ja, wirklich. Singleplayer-Modus mit Auswahl von einer Mission fand ich den sehr geil. Aha. Die will ich nämlich jetzt auch nochmal spielen. Ja, die Konvoi-Mission zackt. Alles andere ist, würde ich sagen, Richtung... Konvoi-Mission. Ja, ist eine 9 von 10 oder 10 von 10 vom Gameplay her. Aber wir haben ja gestern den Koop-Modus hier gestreamt, von der Messe aus. Ja. Der war ja auch jetzt nicht der beste ever, würde ich sagen. Das ist richtig. Und die KI war auch nicht die beste ever, würde ich sagen. Das ist auch richtig. Kannst gerne ja in das Video, das wir auch schon hochgeladen haben. Ich habe das ja gestreamt in einem Stück wieder. Ja, die ganze Kampagne durchgestreamt? Ja, knapp 9 Stunden habe ich gebraucht. 9 Stunden? Ja. Also lang für eine Call of Duty. Also du hast wieder auf sehr schwer gespielt. Auf Veteran, ja. Ah. Also es ist der zweithöchste nur. Ist ja auch ein Gaming-Veteran, ne? Ja, aber weil es gibt noch Realismus, aber davon muss er einmal auf Veteran durchgespielt haben. Ach so. Aber ich werde das jetzt nicht nochmal durchspielen, weil jetzt kenne ich die Mission ja schon. Und ich habe ja mit meinem krassen Gedächtnis, weiß ich jetzt ja, wo jeder Gegner stand. Deswegen ist das langweilig, wenn ich da einfach durchrennen würde. Ich meine, ihr kennt mich da, ne? Was soll man machen? Also... Weil wenn man so superior ist in so einem Spiel, ne? Mir ist das cool, deswegen kann ich die Spiele, die ich mag, auch immer wieder spielen, weil ich sie immer wieder vergesse, so. Cool, vor allem, wenn du das zweite Mal Last of Us 1 spielst, ja? Ja, mach ich gerade tatsächlich. Ja, denkst du dir jedes Mal am Anfang, scheiße, die Tochter von Joel stirbt direkt in den ersten 3 Minuten. Das hätte ich ja nie kommen sehen. Ja. Ja, das ist tatsächlich so ein Game-Intro, das vergesse ich nicht in meinem Leben. Also das ist so eine der wenigen Dinge, die ich nicht vergesse. Okay. Aber tatsächlich gibt's da... Ist mir aufgefallen, bei The Last of Us 1 habe ich erstaunlich wenig vergessen. Jetzt, wo ich spiele das, bevor ich mit Hanni in die Flitterwochen geflogen bin, habe ich angefangen, das mit ihr zu spielen. Und man muss dazu sagen, sie spielt keine Videospiele, so gar nicht. Außer Minecraft hat sie gerne damals gespielt, aber that's it so. Und eigentlich mag sie es auch nicht besonders, wenn ich den Fernseher im Wohnzimmer quasi damit vollmache, dass ich Videospiele spiele. So, dann möchte ich irgendwelche Trash-Sendungen gucken, irgendwie Love Island oder so ein Kack. So, aber... Mega gute Serie. Qualitätscontent. Ich habe gestern Take Me Out gesehen, das erste Mal, ja? Tja, was habe ich jetzt angefangen? Das ist schon aufregend. Das sind ja tatsächlich so Sachen, wo ich dann, wenn sie sowas guckt und ich bin im gleichen Raum, dann muss ich diesen Raum verlassen, weil ich so hart, und das ist jetzt tatsächlich das angebrachte Wort, cringe. Weißt du, wenn du quasi Sachen guckst und dich so fremdschämst. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Doch, wahrscheinlich schon, weil ihr guckt Peetsmeet. Aber dass du so krass dich fremdschämst, dass du das nicht ertragen kannst. Und das habe ich, wenn sie diese Trash-Sachen guckt. Aber was ich auch eigentlich sagen wollte, ist... Einfach nochmal kurz dieses Format so nebenbei. Ja, The Last of Us 1 ist so ein geiles Spiel. Und wir spielen jetzt halt dieses Remake auf der PlayStation 5. Und wenn ich sage, wir spielen, meine ich spiele das. Und sie guckt zu. Und das ist aber so geil, dass sie das liebt. Und das ist so eine schöne gemeinsame Zeit, die wir da verbringen, während ich auf der Couch sitze im Wohnzimmer und dieses Spiel spiele und sie daneben sitzt und zuguckt, was wir nicht so häufig haben. Und ich also es ist quasi Private Let's Play einfach. Es ist ein Private Let's Play. Wird Fetisch, but fine. Ja, ich glaube, deswegen hat sie mich auch geheiratet. So. Nur deswegen. Damit sie Private Let's Plays haben. Richtig geil. Ja. Aber du musst dann immer das spielen, was sie will. Ja. Ja? Nein. Stell dir vor, die will dann irgendwann so Dating-Novels, auf einmal so Dating-Ariane oder so. Ich hab ja, theoretisch hätte ich mal Bock, sowas auszuprobieren. Ich hab da ein Spiel für dich. Kennst du was? Hast du Bock auf einen Dating-Simulator mit Tauben? Ja, dann hab ich ein Video zu gemacht. Ach, hast du schon ein Video zu gemacht? Ja, natürlich. Ja, so natürlich war das für mich nicht. Ja, doch, das ist aber auch schon Jahre her, ehrlicherweise. Aber wie heißt denn du selbst so ein Mensch bist? Ja. Ja, okay. Dann reden wir vom selben. Ja, aber das Spiel ist schon 100 Jahre alt. Das kann sein, aber die altern ja auch nicht. Alter, da kommt ja auf einmal eine Kamera da hinten raus. Ich habe mich gerade so erschrocken, dass da auf einmal irgendwie sowas Komisches rauskommt. Aber nee, alles gut, war nur eine Kamera. War nur eine Kamera. Weißt du, was voll nice wäre? Wenn das eine schwarze Ledercouch wäre. Verstehe jetzt nicht, warum ihr lacht. Ich auch nicht. Ja? Was soll das? Ja, wirklich, das wart ihr. Ja. So, jetzt haben wir ja von dem. Jetzt haben wir noch 6 Minuten für ein Q&A. Also. Aber immer, wir haben zwei Fragen stellen lassen. So, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal kurz für die erste Frage. Wir versuchen noch kurz was auf den rechten Block. Möchte jemand eine Wortmeldung geben, der nicht Gork oder Jules ist? Ihr könnt immer mit uns reden. Also, ihr könnt uns Fragen stellen jetzt. Das ist eure Chance. Ja. Ah, guck mal, da will ich. Ah, guck mal, haben wir doch jemanden. Wann gibt's die nächste Minecraft-Season? Nein, Quatsch. Wann spielt ihr wieder TTT? Meine Frage ist, was euer persönliches Highlight auf der Messe war? Also so ein Stand oder sowas oder eine Aktion, ein Interview? Die Menschen.
Wow. Bei mir ist der Moment, in dem ich jetzt gerade bin. Jetzt gerade wäre ich nirgendwo lieber als genau hier, wo ich bin. Außer auf einer schwarzen Lederkaut. Ja, der Elfenbeinturm natürlich. Über den da oben noch sitzen wäre geil. Ich freue mich auch gleich auf die Massage wieder, wenn ich da hochgehe. Ja, ja. Nee, was ist das? Also das ist tatsächlich schwierig für mich, weil ich hier die Stände nicht... Ich fand den Stream gestern geil. Ja, der Stream war cool. Wir haben halt einfach den Koop-Modus durchgezockt einfach. Das auf richtig. Einer fucking Messe so. Ja. Und wir haben uns gar nicht dumm angestellt und so. Nur bei der einen Mission hatten wir echt Pech, muss ich sagen. Habt ihr nicht gesehen, habt ihr verpasst. Das ist richtig. Aber ich war hier noch bei keinem Stand, wo ich jetzt quasi mir das angucke oder irgendwas kaufe oder sonst was, sondern mein Erlebnis wirklich von der Messe ist, entweder Stream hier sitzen oder quasi ernsthaft mit euch reden, Fotos machen und Autogramme geben. Pass auf. Das klingt jetzt mega so hochnäsig, aber das ist meine Experience von der Messe und deswegen ist die Antwort, die Menschen, tatsächlich auch ernst gemeint. Dann habe ich noch was. Moment. Weil ich habe da tatsächlich eine Sache. Hallo, ich sag hier gerade die herzzerreißenden Dinge und sowas. Hey, du machst ruhig ganz kurz. Nee, ich bin fertig jetzt. Geil, pass auf. Nämlich, ich habe eine Sache gemacht tatsächlich. Mach ich nicht so oft. Ich krieg's auch gleich wieder, ja? Kriegst du nie wieder. Pass auf, und zwar habe ich einen Trade gemacht. Kennst du mich? Ich bin ja Händler. Ja, du bist ein Händler, das stimmt. Ich bin ja Händler-Dude, ja. Großer Trader, der Bram. Weil du gerade sagtest, du hast gar nicht die Möglichkeit zu schlendern oder so. So, ich war in dieser Ellie-Geschichte, da habe ich einen Stand gehabt, wo ich die Tasche hier bekommen habe. Ah. Ja. Die ist ja süß. Ja, die ist halt süß, unabhängig. Also, man kann ja halt Sachen kaufen. Das ist eine Anime-Tasche. Genau, aber pass auf, warum ich genau jetzt dieses Item geholt habe, ist, das ist exakt die Tasche, die ich gekauft habe. Okay, ich kann nicht folgen, ich bin gerade dumm. Und dann kam die Muffin-Frau. Und dann habe ich gefragt, tauschen wir die Tasche gegen deine Muffins? Ernsthaft? Und deswegen hat sie Als du die Muffins schon hattest? Oder also war das im... Die hatte ich noch nicht. Die hattest du noch nicht. Das heißt, als ich dir vorhin vorgeworfen habe, dass du die Muffins angenommen hast, im Gegensatz zu mir, ja, ich wollte ja den Menschen geben, ja. Hast du dafür die Tasche getradet. Das ist richtig. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, ich lege mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, ich hätte die Muffins wahrscheinlich so oder so bekommen. Aber... Exakt die Tasche habe ich dann dafür im Austausch gemacht und ja, deswegen habe ich jetzt geholt. Ich habe jetzt Werbung gemacht damit insgeheim für so einen Stand. Ja. Die gibt es ja auch zu kaufen, aber es gibt auch viele andere Stände, die geile Produkte haben, wo ich das angucken könnt, ja. Ich will jetzt nicht nur für einen Werbung machen, aber ich wollte es kurz die Tasche zeigen. Kennst du dieses Spiel, was wir damals immer gespielt haben bei den Pfadfindern, wo du mit einem Ei angefangen hast und das musstest du hochtraden? Ja, wieder einer Dude, der eine Burglam hat und am Ende ein Haus. Ja, genau, das haben wir bei den Pfadfindern leider nie geschafft. Ja. Das war schade, ne? Aber das war mal cool, das könnten wir hier bestimmt auch spielen. So, wir haben jetzt eine Frage beantwortet. Meinst du, wir kriegen noch eine zweite? Ja, von der anderen Seite würde ich sagen, nehmen wir noch eine. Von da vorne, mach das mal kurz. Ich bring kurz die Tasche wieder zurück. Okay, möchte da jemand eine Frage stellen? Okay, wir lassen den Mikrofonmenschen entscheiden, wer die Frage stellen darf. Einfach abgegeben. Die mal Verantwortung. Wer ist der besonders nett? Hast ihn dafür. Moin, du. Erstmal moin. 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 Entschuldigung, übrigens, ich zeige euch die ganze Zeit so meine kalte Schulter, aber mir wurde gesagt, ich soll hier sitzen. Also eigentlich hätte ich euch auch gerne gesehen, aber ihr konntet jetzt nur meinen Rücken die ganze Zeit sehen. Tut mir leid. Also, was ist die Frage? Wenn ihr das nächste Mal auf der Polaris seid, ob ihr vielleicht mal so Events macht mit 1v1s oder dass ihr Leute aus der Crowd nehmt, die dann mit euch zusammen oder gegen euch spielen und vielleicht auch mal ein paar Gewinnspiele damit hinzufügen. Das könnte ein sehr cooles Video sein, glaube ich. Du meinst, das hier auf der Polaris zu machen? Zum Beispiel. Das könnte ein cooles Video sein. Fucking anstrengend. Ja. Du musst aus diesem Chiller-Mode, jetzt, Peter, siehst du dich jetzt gerade? Nee, also, dieses Jahr machen wir das nicht mehr. Nee. Ich fühle das auch. Lobby-Volley gegen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Lobby-Volley auf jeden Fall, wobei man tatsächlich sagen muss, für Videos, rein, jetzt mal so wieder so back hinter den Kulissen gesprochen, Videos mit Leuten, die nicht so innerhalb des Kosmoses sind, sag ich mal, performen in der Regel deutlich schlechter, weil ihr, also muss man sagen, ihr wollt das halt nicht sehen, sondern ihr wollt halt sehen, was wir machen. Das ist tatsächlich richtig. Deswegen ist das tatsächlich ein guter Punkt von dir. Ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn wir Zuschauerinnen oder Zuschauer mit einbinden in unsere Projekte auf irgendeine Art und Weise, dass das in der Regel weniger Aufrufe hat, als wenn wir einfach als Team Monopoly spielen. Genau, und also wir reden auch da über signifikante 50% weniger. Ja. Ja, also nicht nur so drei Aufrufe, sondern richtig, kriegt einfach die Klatsche das Video in der Regel. Ja. Ihr seid einfach nicht unterhaltsam, tut mir leid.
Das ist nur seine Meinung. Ich finde euch, ich würde mir das angucken. Ich finde das aber dann als Event quasi so zu sagen, okay, das ist halt etwas, was ihr bekommt, wenn ihr nur auf die Messe kommt. Quasi so ein Blobby-Volley-Turnier gegen mich. So geil, klingt auch wieder bescheuert, aber ja. Das Weil ist du so krass bist. Ja. Das ist schon, ich finde, eine gute Idee. Wir werden das für nächstes Jahr, Dennis wird das für nächstes Jahr im Kopf behalten. Ich werde es vergessen, aber er wird mich dann daran erinnern. Das ist gar kein Problem. Es wird dazu sicher einen Eintrag geben im Reddit oder auf Twitter, wo dann steht, die haben aber gesagt, das. So, und dann, damit wird es dann an mich herangetragen und Jules sitzt ja da vorne und der merkt sich das jetzt einfach. Und daneben sitzt Gorg von unserem Management, ja, der ist mein persönlicher Betreuer, der hat mich Freitagmorgen bis 6 Uhr morgens betreut. Ja, der hat dich unter den Tisch gesoffen, habe ich gehört. Der hat mich bis 6 Uhr betreut. Ja. Wie so ein Rentner danach, hat er mich auch nach Hause gebracht. Oder ich ihn. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Oder gestützt, so beide. Ich glaube, wir waren zwei Oberkörper mit nur zwei Beinen. So seid ihr gelaufen. Ja, genau, so einfach so. Die Physik hat dafür gesorgt, dass wir nach vorne konnten. Es war so ein dauerhaftes Stolpern nur noch. Ja, die werden sich das auf jeden Fall merken. Darauf wollte ich hinaus. Also, guter Hinweis. Dankeschön. Ja, sehr gut. Okay, wir haben noch Zeit. Ja. Eigentlich nicht, aber wir können trotzdem noch eine machen. Eine können wir noch machen, oder? Okay, hier vorne noch aus dem Mittelblock, da oben links. War es der schnellste? Ja, nur drauf gewartet. Quasi. Hand vor oben. Danke. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, aber warum seid ihr mit hierfür verantwortlich, dass die Polaris entstanden ist? Also wir wollten Geld verdienen. Ach so, danke sehr. Nein, also die Sache war die, ich weiß gar nicht, Wolf, bist du gerade irgendwo hier? Vielleicht? Wolf, der Geschäftsführer von Supercrowd, das Unternehmen, was quasi die Veranstaltung, also die Polaris macht. Genau, ja, okay, dann ist er nicht schlimm. Die Firma haben wir mitgegründet sozusagen. Genau, ja. Da haben weil wir Wolf damals auf unser Management zugegangen ist, wo Boris Lehfeld war auch fein hier, der ist ja der Geschäftsführer davor, von unserem Management, mit dem haben wir ja zusammen Second Wave gegründet, was ein Artist-Management ist. Und Wolf ist dann irgendwann mal auf ihn zugegangen und die hatten beide die Idee, so eine Firma zu gründen, die genau sowas macht, also wie die Mac oder jetzt halt Polaris, also so ein Community-Event, sage ich jetzt mal, wo es halt nicht nur um Videospiele geht, sondern halt um alles Mögliche, also gerade die Anime, ich sag das jetzt auch extra mal vernünftig, und Manga-Szene dann auch integriert, Cosplay integriert, alles so, was so ein bisschen Nerdtum ist. Mir ist schon bewusst, weil dass du in eine Messe investierst, die dich damit beschäftigt, dass du eigentlich dein rotes Image, ja, des Anime, nee, oder wie du es immer nennst, Hassers, ja, eigentlich jetzt weiß, dass es nur gespielt ist, ja, und in Wahrheit ganz oben mit auf der Liste stehst. Auf jeden Fall haben die Investoren gesucht und wir fanden das eine gute Idee und haben dann da mit investiert. Das ist richtig. Und genau, und dann hat man halt Leute, die man kannte, gefragt, angefangen von den Freuds, so, ey, habt ihr Bock und so. Und so ging das dann halt, und so hat sich das dann auch so ein bisschen entwickelt. Hätte genauso gut damals in Erfurt auch ein kompletter Schuss in den Ofen werden können. Ja. Wart aber nicht. Ey, war mega. War mega gut, und jetzt ist das die neueste Version davon. Mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. Wie gesagt, vielleicht war es das auch. Nein, Mann. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ja, okay, so. Wie sieht's aus? Ja? No? Okay, wir machen noch eine. Dann Hi. Der Block. Ja, guck mal da oben. Oh, der Block darf zweimal dran. Ja, da war ja auch schon zweimal. Da vorne einmal, da oben so, links. Ja, das stimmt. War die krasseste Beschwerde, die wir bisher hatten. Ja. Da haben wir uns gemerkt. Nehmen wir alles mit. So, bitte. Also ich habe zwei Fragen. Zwei? Eine sogar nur. Ey, der Block hat nur eine. Ne? Ich habe eine kleine und eine große. Okay. Und zwar muss die Frage über die Messe hier sein? Oder? Nee. Dann wäre meine Frage, was euer Lieblings-The Legend of Zelda-Teil ist. Ja, komm. Soll ich anfangen? Mein Lieblings-Legend of Zelda-Teil? Also. Dennis. Hast du eigentlich mitbekommen? Entschuldigung, ja, da gehen wir sofort drauf ein. Hast du eigentlich mitbekommen? Ja, ich in einem The Legend of Zelda-Titel der Hauptreihe auf. One-on-one gegen Gnu gewonnen habe. Moment. Wie kann man denn im Zelda-Teil gegen jemanden gewinnen? Ja, also wir mussten, das war so ein Aufzählen gegenseitig, weißt du, in einem Quiz-Duell von Quest. Ach so. Gnu hat mich gechallenged, dadurch mussten wir im One-on-one antreten und die Frage war dann, nenne The Legend of Zelda Titel der Hauptreihe. Ja. Es war mir nicht mal bewusst, dass es eine Haupt- und eine Nebenreihe gibt, ja, oder noch so. Ja, es gibt viele Nebenspiele, ja, genau, so. Ja. Ja, dann habe ich gewonnen. Das ist krass. Aber hat sie einen Fehler gemacht? Ja. Gott sei Dank, weil ich kannte halt Tears of Kingdom, weil das jetzt ja das nächste sein wird.
und Breath of the Wild. Ja. Und dann kann, ja okay, ich kenne da so ein paar, so Ocarina of Time habe ich mal gehört und so weiter, aber ich kann da gar nicht einschätzen, welches zur Hauptreihe gehört oder nicht, weißt du, zum Beispiel, Windmaker zum Beispiel? Wind Waker ist Hauptreihe. Wind Waker sogar. Wind Waker, ja. Okay, das ja. GameCube, glaube ich. Ja, und dann so, ja, auf jeden Fall habe ich da gewonnen. Wollte ich nur kurz sagen, so mal kurz droppen. Ja, mega nice. Und deine Antwort auf die Frage? Breath of the Wild. Ja. Hast du das überhaupt gespielt? Ja. Okay. Am längsten von ever. Von allen Zelda-Spielen habe ich das am längsten gespielt. Und wie lange heißt am längsten? Ich glaube, 2 oder 3 Stunden, bis ich verloren habe. Also ich bin ehrlicherweise, bin ich von dem ersten Plateau runter. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, wie man dann aufhören kann zu spielen, aber das war ja noch nie eine Reihe, die dich irgendwie... Ja, und dann dachte ich mir so, boah, das Spiel wird anders. Okay, mein liebster Teil, das ist jetzt aber leider gerade ein Brainfart von mir, weil mir der Titel dazu nicht einfällt, ist aber der Super Nintendo-Teil, der dann nochmal geremaked wurde für den Handheld. Ocarina of Time. Nee, Ocarina of Time ist Nintendo 64, glaube ich. Twilight Princess. Nein. Link to the Past. Link to the Past. Ja, wusste ich. Link to the Past. Sag ich doch. Dankeschön, Alter. Herze. Kopf, ey. Also das ist mein liebster Zelda-Teil. Okay, und die zweite Frage? Das habe ich nicht verstanden. Ja, nicht. Immer mit einer Messe. Polaris Mega. Ob es auf der Messe gerochen hat? Ja. Ob jemand auf der Messe gebrochen hat? Paul mittlerweile, glaube ich. Ob es auf die Messe einfach nur bezogen sein soll, die Frage. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Du musst das Mikrofon ticken. Ob die Frage auf die Messe bezogen sein soll. Ach so, nee. Das war die andere. Also das war die erste genau. Frage. Ah. Oh mein Gott. Gut, nehmen wir die Seite noch mal ganz schnell, ja? Damit, ja. Weil ich gehe jetzt davon aus, die Umbaumaßnahmen, der Tisch steht schon und so weiter. Ja, ist okay, die Schweiz ist noch runter. Komm, eine machen wir noch. Wer möchte? Hat noch jemand? Jetzt? 3, 2, 1. Okay, choose your favorite. Hallo Peter, hallo Dennis. Hallo. Ich wollte mal fragen, wie das bei euch eigentlich aussieht, ob ihr irgendwie zukunftstechnisch schon irgendwann wisst, wie lange das alles noch so gehen soll für Pete's Meet. Also, ja, also ich finde, nach 11 Jahren kann man auch mal fragen, wann es denn mal vorbei ist. Du meinst nach fast 13? Nee, 2011 haben wir angefangen. 2011 haben wir angefangen. Und wir haben 2022 und ich bin Mathemann. Das sind 11 Jahre. Excuse me, wir haben 2022. Stimmt, wir haben 2011 angefangen. Also, das Geile ist ja, ich hätte niemals gedacht, dass das so lange funktioniert. Und ich habe mich davon verabschiedet, von dem Gedanken, dass ich denke, es könnte morgen alles vorbei sein. Weil das glaube ich ehrlich nicht mehr. Weil das ist ja immer die Sache. Wir würden nicht aufhören, solange ihr noch guckt. Das ist halt so das Ding, weil das ist der beste Job der Welt. Und warum sollten wir aufhören, wenn es noch genug Leute gibt, die das interessiert? Und damit meine ich, genug heißt, dass wir die Firma damit ordentlich unterhalten können und mein snobbiges Leben. Und, und solange das möglich ist, hören wir nicht auf. Also wobei ich halt da nicht einschränken würde, dass es halt zum Beispiel jetzt nur Videos sein müssen. Wer weiß, also ich kann schlecht sagen, wohin sich Technik noch entwickelt oder Unterhaltungsformate oder so oder was vielleicht noch Trends sein werden, die kommen. Aus meiner Perspektive ist so, Pete's Meet wird hoffentlich mein Ding sein, bis ich mal irgendwann nicht mehr bin. Dito. Aber ob Pete's Meet halt in 15 Jahren noch Videos macht, aktiv, halt wie als Creator, oder halt die weltgrößte Videoproduktionscompany sind, einfach weil wir Design entwickelt haben, weil wir die krassesten Kreativköpfe sind, ja, weil wir uns die ganze Zeit mit Äther einen reinziehen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber am Ende wäre es dann trotzdem PS. Weil ja, okay. Ich keine Ahnung, wohin sich das entwickelt. So. Jetzt, das ist interessant, weil die Entertainment-Branche und die Technik und alles Mögliche entwickelt sich auch krass weiter. Und du hast jetzt sowas ja. Wie Shortform-Content und du hast Livestreaming gehabt und so weiter und so fort. Aber was ich immer noch am meisten mag, vom reinen Das-macht-mich-glücklich-Feeling, sind halt Videos auf YouTube. Und dass das alleine 11 Jahre hält, ist auch schon krass bei der ganzen Entwicklung. So. Hey, wer weiß, vielleicht ist es bald nicht mehr YouTube. Also da das kann natürlich sein. Das heißt bald, also das irgendwann, nie, manchmal, nie sondern halt, weiß nicht. War doch immer, neuer ich Dienstleister. Ich will nur damit sagen, ich habe in den 11 Jahren nichts gefunden, was mich mehr erfüllt als das. Und deswegen würde ich mich zumindest so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, das ist sehr wahrscheinlich, dass das so bleibt. Ja. So, und jetzt wurde mir gerade so mit so einem Blick so, so zugespielt. Darf ich noch eine Frage? Nein, Quatsch. Dass wir jetzt leider Schluss machen müssen. Heißt ja immer, wenn am schönsten ist, müssen wir gehen.
Aber der Peter noch sitzt. Nein, wir gehen jetzt. Jetzt kommen die Freuds und nicht Freuds, Olli von den Freuds kommt. Fishy und Morky sind sofort hier. Wir spielen Magic the Gathering. Wenn ihr also Bock habt, ja, davon. Leider keine Zaubershow, aber Magic the Gathering. Genau, ja. Keine Zaubershow leider, aber die zaubern bestimmt trotzdem was Geiles hervor. Bleibt auf jeden Fall hier sitzen. Es geht weiter in 4 Minuten und 35 Sekunden ungefähr. Und die Technik baut hier so lange um. Und alle anderen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Danke, dass ihr hier wart und uns hier bei unterstützt. Dankeschön.